Hallo und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wagen wir es. Wir starten den Hardcore-Modus in Subnautica Below Zero. Ich habe lange überlegt, ob ich das noch mache, aber ja, es ist einfach, es reizt mich doch zu sehr, das mal auszuprobieren. Ich feiere das Spiel nach wie vor und ja, ihr hattet ja auch immer gut Interesse daran. Die Guides haben wir soweit durch und jetzt will ich mich doch da mal dran trauen. Was ist anders im Hardcore-Modus? Im Grunde, ja, wir müssen nach wie vor auf Nahrung und Wasser und natürlich unsere Gesundheit achten. Aber ich glaube, was tricky ist, ist tatsächlich, dass wir keine Sauerstoffwarnung haben. Das heißt, gerade zu Beginn des Spiels, wenn vielleicht die Sauerstoffflaschen noch nicht ganz so groß sind, könnte das eine Hürde sein. Und das Ganze natürlich mit nur einem einzigen Leben. Ich starte das jetzt einfach mal. Ich spiele das heute auch auf der PS5. Meine bisherigen Inhalte habe ich eigentlich meistens auf der PS4 gemacht. Von daher bin ich auch dahingehend gespannt, was hier die PS5-Version so für mich bereithält. Und ja, wir wollen trotzdem das ganze Spiel spielen. Also jetzt nicht nur ganz zügig die Ellen-Körperteile suchen, sondern auch die anderen Story-Elemente wie Margaret's Story und so weiter angehen. Trotzdem werde ich jetzt hier den kleinen Intro-Video überspringen, das kennen wir ja schon. Und ja, ich denke trotzdem, es ist sinnvoll, recht zügig durch das Spiel hindurchzugehen. Ich will auch die Parts ein bisschen kürzer halten und ja, einfach in der Hoffnung, dass ich jetzt hier alles sehr, sehr schnell finde und ja, schon weiß, wo alles ist, um einfach meine Zeit und damit auch die Gefahr zu sterben hier im Spiel etwas zu minimieren, sage ich mal. So, bis jetzt sieht hier eigentlich alles gleich aus. Wir haben unser PDA und machen uns jetzt gleich auf den Weg hier zu unserem Droppod, genau. Ich werde jetzt hier aber auf dem Weg gleich mal ein paar Ressourcen sammeln und mich so mal so gleich direkt dran gewöhnen, wie das so ist, wenn man keine Sauerstoffwarnung hat. Hier an der Stelle, wo wir zum ersten Mal reinspringen, sammle ich direkt hier unten das Kupfer ein, das hier auf uns wartet. So, und ihr seht jetzt 33%. Man muss das jetzt wirklich aktiver in den Scan mit einbauen, weil jetzt kommt hier nicht mehr die Oxygen-Warnung und das kann doch ja recht schnell zu einem Problem werden. So, wir sammeln hier jetzt schon. Hier ist ein kleines Teil vom Gleiter. Das ist sehr gut. Ich will jetzt hier natürlich möglichst die ersten Ressourcen gleich einsammeln, sodass wir auch sofort einen Scanner bauen können. Hier diese Höhle habe ich gesucht, denn hier gibt es richtig viel Gold und Silber, was ich mir mitnehmen will. Das ist die beste Stelle direkt am Anfang des Spiels, um an Gold und Silber zu kommen. So ist es perfekt. Da ist noch ein Blasenfisch, den nehmen wir mit. So, und dann eben eher vorsichtig sein mit dem Sauerstoff, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Titan. Da ist eins. Zack. Da ist noch eins. Perfekt. Noch ein Fisch zum Essen. Na? Ah, der ist so schnell. Genau, jetzt haben wir schon die erste Info zu dem Supply Cache bekommen. Das ist auch gut. So, und dann machen wir uns auf den Weg zum Pod gleich. Ich glaube, ich brauche für meinen Scanner noch eine Batterie. Das heißt, wir brauchen diese Kerlchen hier. So, Titan. Perfekt. So, da haben wir schon zwei Batterien. 33% Sauerstoff. Ja, das geht jetzt hier am Anfang zack, zack mit dem Sauerstoff. Aber ich will jetzt als allererstes mal meinen Scanner haben, damit wir auch gleich die Baupläne für den Seegleiter uns suchen können. So, hier noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Und dann geht es zum ersten Mal in unseren Pod. Found the drop pod. So, da machen wir jetzt direkt mal ein Wasser und ein... Oh, jetzt habe ich den falschen Fisch gekocht. Verdammt. Den Fehler mache ich oft. Egal. Nicht so tragisch. Und genau, wir bauen direkt mal eine Batterie. Und dann gucken wir mal. Ich wollte
einen Scanner. Alright, I have a scanner. Das Ding will ich haben und wir brauchen ein Messer, das heißt wir brauchen Silikon und wir brauchen eine Batterie für die Taschenlampe. Das sind so die ersten Dinge, die wir basteln wollen. Und den Kompass. Für den Kompass fällt mir gerade ein, müsste ich eigentlich schon alles haben. Batterie haben wir auch noch und den Kabelsatz. So, dann haben wir schon mal den Kompass, das ist sehr gut. Direkt als erstes, da ist er. Und dann können wir das hier direkt wieder löschen. So, dann brauchen wir Silikon. Und wir haben einen Scanner, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt schön unsere Baupläne wieder scannen oder unsere... Da ist, glaube ich, schon einer. Nee, habe ich nicht verguckt. Verdammt, ich habe gedacht, da wäre schon ein Segleiter, aber da ist er. So, 30% Sauerstoff. Ich muss da jetzt wirklich aktiv drauf gucken, sonst ändert das gleich ganz, ganz böse hier. Und dann suchen wir eine Pflanze mit Silikon. Moment, ich muss jetzt hier echt aufpassen. Ihr seht, wie lange ich an die Oberfläche brauche. Okay, da sind die Pflanzen, das ist sehr gut. Und wir brauchen 2 Stück davon für das Messer. Und einmal, zweimal, perfekt. Komm, ich scanne es auch direkt. Ich muss jetzt nicht alles scannen in diesem Spieldurchlauf, aber... Oh! Ist da jetzt schon mein Scanner wieder weg? Der hat ihn, verdammt. Und mein Sauerstoff ist gleich leer. Verdammt, das könnte schon ein Problem werden jetzt. Okay, ich habe ihn wieder. Oh, 9%. Wenn ich jetzt direkt am Anfang sterbe, das wär's. Der hat mir meinen Scanner geklaut. Den wollte ich jetzt wieder zurück. Okay, es reicht noch. Ihr seht, warum ich diese Blase haben will, mit der man schneller auftauchen will oder kann. Denn das ist hier am Anfang echt tricky. So, wir scannen das hier mal noch direkt. Und haben unsere nächste Batterie dann parat hier. Das Ding nehmen wir mit. So, einmal Glas für die Taschenlampe. Und vielleicht finden wir noch ein paar Scans. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Blasenfisch. Da ist einer. Na, komm her. Da ist er, wunderbar. So, und ich glaube, dann habe ich schon fast alles. Das Messer muss ich bauen, bevor ich da die Fasern für die Tauchflasche habe. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder rein. Und fangen hiermit an. Und brauchen 2-mal Silikon. Da kriegt man immer gleich 2 Stück davon. Das ist sehr gut. Ein Glas. Und dann können wir loslegen und bauen hier einmal die Schwimmflossen. Das kann entfernt werden. Dann holen wir uns die Taschenlampe. Zack, das Messer. Wunderbar. Und ganz wichtig, hier den Schwimmkörper. Genau. Aber wir können es jetzt ja gar nicht genervt sein von dem Wort Oxygen, weil wir kriegen es ja gar nicht mehr. Von daher gar kein Problem auf dieser Front sozusagen. So. Ja, da hast du absolut recht. Dann nehmen wir hier das Messer und holen uns direkt 2 davon. Ich mach mal direkt 4 vielleicht. Da holt schon wieder der Seekobold aus, um mir was zu klauen. Ich glaube, ich spinne. Wir müssen uns zügig Erlen holen, weil dann werden die etwas freundlicher, die Kollegen. So, und dann wollen wir uns einen Segleiter bauen. Das heißt, wir brauchen dafür die Fragmente. Da gucken wir jetzt gleich mal. 12% habe ich noch. Sobald ich die Sauerstoffflasche dann gebaut habe, haben wir eine gute Kombination mit Segleiter und Sauerstoffflasche, um hier tatsächlich doch etwas weiter zu erkunden schon. So.
Wo haben wir noch ein paar Fragmente? Ich gucke jetzt nur mal hier in der direkten Umgebung. Aber ich glaube, dann priorisiere ich die Sauerstoffflasche direkt. Denn mir ist das doch etwas heikel hier, ohne die Warnung zu bekommen. So, okay, hier sollte unser Pot sein. Da ist er. Ab hinein. Bauen die Sauerstoffflasche. Wo ist sie? Nein, ich muss ja erst die Fasern bauen. Zack. Baue ich direkt mal zwei. Hatte ich nicht... Oh, ich habe eins zu wenig mitgenommen. Okay. Gut zu wissen. So, Reparaturwerkzeug können wir bauen. Das ist sehr schön. Ich hau hier mal ein bisschen was an Ressourcen in unseren Schrank. Ein Kupfer nehme ich mir, um hier noch eine Batterie draus zu bauen. Genau, Deluxe und VIP Breathing wollen wir natürlich auch noch haben. So, dann machen wir hier nochmal Essen draus. Den Kollegen hier auch gleich. So, und jetzt sind wir schon in der ersten Nacht, wie es aussieht. Oh, ich kann den Bauplan für die Sauerstoffflasche auch direkt loswerden. Und jetzt geht es daran, unsere Seegleiterfragmente zu finden. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir eins hinten am Eisberg. Wir haben jetzt Gott sei Dank schon ein wenig mehr Sauerstoff. Das beruhigt mich etwas. Da ist ein Seegleiterfragment. Einmal und dann sollte da hinten auch noch eins sein. Scannen wir das doch gleich mal mit hier. Sehr schön. Und ich glaube, da ist noch eins. Perfekt. Haben wir die auch schon gefunden. Da ist der Seegleiter. Ich nehme an seinen Fisch mit. Ein wenig zu essen. Sehr schön. Und den Kollegen auch noch. Und dann würde ich sagen, schalten wir uns das direkt mal drauf. Reparaturwerkzeug wollen wir bauen. Das holen wir uns. Und den Seegleiter natürlich. Da brauchen wir Schmierstoff und Kupfer. Das heißt, wir haben eigentlich schon alles. Wir brauchen nur noch schnell den Schmierstoff und dafür nochmal eine weitere Schlingpflanzenpflanze da hinten. So, ich bleib mal an der Oberfläche. Mir ist das schon wieder nicht suspekt hier. So, haben wir hier welche? Ich glaube leider, die sind eher erst ganz da hinten. Ich pack mal den Scanner weg, falls hier wieder die Seekobolde neugierig werden. So, dann nehmen wir hier direkt mal nochmal zwei. Ich packe den Scanner aus. Wir haben die Schlingpflanze noch nicht zu Ende gescannt. Und noch einmal das. Dann können wir da auch noch einen zweiten bauen. Und dann sind wir schon wieder bereit, zurück zum Pot zu gehen. Ich sammle auf dem Weg nochmal ein paar Ressourcen ein. Scanne vielleicht nochmal was. 50% Sauerstoff, das ist ausreichend. Ich scanne mal jetzt den hier. Dann scannen wir das. Das müssen wir gar nicht mehr scannen. Perfekt. Den hier noch scannen und mitnehmen. Da haben wir auf jeden Fall genügend zu essen dabei. Oben hagelt schon wieder. So, dann mache ich hier mal was zu trinken draus. Und aus dem Rest etwas zu essen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die Nahrungs- und Getränkeanzeige oder Durstanzeige schneller runtergeht. Also ich glaube, das ist tatsächlich gleich geblieben. Was ja schon mal beruhigend ist. So, okay, jetzt wollen wir einmal Schmierstoff bauen. Ich mache gleich zwei. Und dann gucken wir einmal hier rein. Die beiden können wir auch noch benutzen. Und wir wollen Kupfer, um ein Kupferdraht zu basteln. Da ist er. Und dann sollten wir schon unseren Seegleiter bauen können. Da ist er. Perfekt. The Seeglider.
Los geht's. Cool. Okay, und da ist das gute Stück. Und wir sind schon recht zügig unterwegs jetzt und nutzen das Ding jetzt direkt, um zu diesem Lager da hinten zu gehen. Notversorgungslager, was uns hier angezeigt wird. Wir haben noch eine Taschenlampe und jetzt, wie ihr wisst, hier in den Höhlen unter den Schlingpflanzen können wir hier auch schon wieder die nächsten Scans uns holen. Seegleiter, okay, den haben wir jetzt natürlich schon, aber gibt Titan. Also auch das mitnehmen. Und wir suchen jetzt schon die Scans für, Ja, der hat uns jetzt Schaden gemacht, ist aber nicht so schlimm, denn das nutze ich jetzt direkt. Wo ist der rausgeschlüpft? Hier. Um unser Schwefelkristall für den, für das Reparaturwerkzeug zu bekommen. Da haben wir das auch schon. 50% auf dem Sauerstoff. Und wir suchen die Teile für den Laserschneider, genau. Und für die mobile Fahrzeugstation, auch das wollen wir. Das sind jetzt die nächsten Fragmente, die wir hier suchen. Die gibt es alle hier im Schlingpflanzenwald. Ah, und natürlich die Gravitationsbombe oder Falle. Davon braucht man nur zwei. So, Sauerstoff muss man schon wieder drauf achten. Hoch geht's. Einmal tief eingeatmet und weiter. Okay. An Kreatureneiern bin ich jetzt aktuell nicht interessiert. Wir wollen jetzt hier möglichst unsere Scans voranbringen. Deswegen scanne ich auch direkt mal hier die Signalboje und nehme sie mit. Story PDAs brauchen wir auch nicht unbedingt. Ah, das nehmen wir mit. Und wenn ich mich nicht täusche... Oh, Achtung, der will uns wieder was klauen. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es hier auch irgendwo den Metalldetektor oder Mineraldetektor, wie das Ding heißt. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Doch, da ist er. Mineraldetektor und schon haben wir den auch. Perfekt. So, dann will ich hier einmal kurz Luft schnappen. Die Sonne geht schon wieder auf. Perfekt. New Blueprint synthesized. Und dann wagen wir uns hier direkt in die Tiefen dieser Höhle. Und erkunden hier mal, denn hier gibt es viele dieser Nester. Den habe ich jetzt bewusst genommen, den Schaden. Ich habe ja gerade ein Medikit eingesammelt. Ich will jetzt hier nämlich zügig scannen und wir müssen ein bisschen unseren Sauerstoff im Auge behalten. Gibt es hier hinten noch was? Jetzt wollen wir hier systematisch die Nester durchgehen. Hier haben wir den zweiten Laserschneider. Sehr schön. Okay, es geht voran, es geht voran. Nimmt alle Blumen mit hier. Für den Sauerstoff. Da geht's wieder raus. Das will ich nicht. Ah, es gibt so viel zu scannen, aber die Zeit nehme ich mir jetzt gerade nicht. Entschuldigt das, aber die interessieren mich aktuell nicht. Genau, jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Wir haben noch nicht unser Tauchgerät. So, jetzt kriegen wir schon das Morse-Signal. Das ist ja auch schön. Hier haben wir nochmal eine mobile Fahrzeugstation. Perfekt. Ja, und da ist das nächste Teil für die mobile Fahrzeugstation. Das heißt, es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Laserschneider aktuell, der dritte. Und die Gravitationsfalle haben wir auch. Sehr schön. Okay. Das ist doch schon mal was. Wir haben mobile Fahrzeugstation, wir haben den, Gravitationsfalle, das kann man beides direkt bauen und dann gehen wir dem Morse-Signal nach, um direkt Allen einzusammeln. Okay, ab zurück. Ich sollte jetzt schon in der Lage sein, das Reparaturwerkzeug zu bauen. Also, wir sind auf einem guten Weg und das mit dem Sauerstoff bis jetzt zumindest, toi toi toi, hatte ich einigermaßen im Blick. So, da ist unser Reparaturwerkzeug.
Das haben wir gebaut. Dann gucke ich mal kurz auf die Baupläne an sich. Das Ding können wir bauen, brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich benutze den recht selten. Aber wir wollen natürlich unsere mobile Fahrzeugstation bauen und eine Gravitationsfalle. Das sind die Dinge, die mich jetzt noch reizen. Ja, Computerchip ist natürlich schon wieder etwas größer. Aber das wird der Plan fürs nächste Video. Wie gesagt, ich versuche die etwas kürzer zu halten. 20 Minuten ist so die Benchmark, die ich anstrebe. Und dann rasen wir hier durch den Hardcore-Modus. Und ja, auf dem Weg dahin will ich auch wieder möglichst alle Story-Elemente und Trophäen einsammeln. Und ich bin mal gespannt, wie ich das mit dem Sauerstoff hier so hinbekomme. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch auch schon an dem Hardcore-Modus probiert habt. Und dann gibt's hier bald weitere Videos auf unserer Reise hier durch Subnautica Below Zero. Bis dahin und tschüss.